Das ist unsere Uni. Die Uni ist inzwischen ganz schön alt und braucht dringend eine Verjüngungskur. Sie muss angepasst werden an die neuen Brandschutz- und Energiesparverordnungen, eine Schadstoffsanierung ist notwendig, sowie eine Erneuerung der Haustechnik. Außerdem soll die Uni in Sachen Lehre, Studium und Forschung auf den neuesten Stand gebracht werden. Für so ein Lifting hilft bei Unis kein Botox, sondern Bauarbeiten. Die führt bei uns der BLB aus, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW. Der BLB und damit das Land ist nämlich Eigentümer des Uni-Hauptgebäudes und des gesamten Campus. Er ist quasi Vermieter der Universität. Und wie es sich gehört, ist der Vermieter für sämtliche Renovierungsarbeiten zuständig. Damit der Universitätsbetrieb während des Umbaus weitergehen kann, wird das Hauptgebäude Stück für Stück umgebaut, in insgesamt 6 Bauabschnitten. Das hier ist der erste Teil, bei dem die Arbeiten aktuell im Gange sind. Im ersten Bauabschnitt wird nicht nur saniert, die Universität bekommt auch einen neuen Eingangsbereich mit Vorplatz, einen Anbau mit Büroräumen und es wird ein Servicecenter eingerichtet. Wenn das alles fertig ist, sollen die nächsten Bauabschnitte einer nach dem nächsten an der Reihe sein, bis unsere Uni wieder topfit ist und in neuer Jugend erstrahlt. Mehr Infos und Hintergrundstories findet ihr auf unserem Bauportal oder in unserer Baureporter-Reihe. Und wer ganz aktuell sein will, folgt uns einfach auf Twitter.